Guten Nachmittag, geschätzte Medienschaffende, sehr geehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu diesem Point de Presse zum Thema Coronavirus mit Fachleuten von Bund, Kantonen und Wissenschaft. Auf dem Podium heiße ich Patrick Mattis, Manuel Bessler, Tanja Stadler und Milo Puhan willkommen. Herr Mattis leitet die Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit im Bundesamt für Gesundheit, BAG. Botschafter Bessler ist stellvertretender Direktor der DEZA im Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten EDA und Delegierter des Bundesrats für humanitäre Hilfe. Frau Stadler ist Präsidentin der unabhängigen wissenschaftlichen Taskforce des Bundes und Professorin an der ETH Zürich. Und Herr Puhan ist Professor an der Universität Zürich und Direktor des Instituts für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention. Aus Platzgründen heute in der ersten Reihe begrüße ich Samia Hirst und Rudolf Hauri. Frau Hirst ist Vizepräsidentin der unabhängigen wissenschaftlichen Taskforce des Bundes und Professorin an der Universität Genf. Herr Hauri ist Zuger Kantonsarzt und Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte der Schweiz. Noch ein Hinweis als Ausblick. Die Point de Presse auf Fachebene werden aufgrund der Lageentwicklung vor der Hand wieder im Wochenrhythmus stattfinden. Der nächste ist entsprechend vorgesehen für heute in einer Woche, also am Dienstag, 24. August um 14 Uhr. Damit übergebe ich das Wort an Patrick Mattis, bitte. Besten Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, ein kurzer Überblick über die aktuelle Situation in der Schweiz. Leider, und das muss ich sagen, leider geht die Entwicklung nicht in eine Richtung, wie wir sie gewünscht haben. Wir sehen das auch an der ersten Grafik, die ich hier zeige, sowohl die laborbestätigten Fälle als auch jetzt inzwischen die Hospitalisationen zeigen einen deutlichen Trend nach oben. Glücklicherweise sehen wir bei den Todesfällen dies bis anhin noch nicht. Ein paar Details zu den laborbestätigten Fällen. Diese haben seit der zweiten Juli-Hälfte zwar ein bisschen abgenommen, seit Anfang August ist aber eine Trendwende zu verzeichnen und wir sehen wieder einen deutlichen Anstieg der täglichen Neuinfektionen. Mit über 3000 Meldungen, die wir seit gestern erhalten haben, haben wir ein Niveau erreicht, wie wir es letztes Mal während der zweiten Welle im vergangenen Jahr gesehen haben. In diesem Jahr haben wir noch keine so hohen täglichen Neuansteckungen gesehen. Die 14-Tages-Inzidenz liegt dementsprechend auch wieder deutlich höher, als seit wir Sie das letzte Mal informiert haben. Aktuell liegt sie bei ca. 265 Fällen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Wenn wir uns die Alterskategorie ein bisschen anschauen, hier nichts grundsätzlich Neues, dennoch ein bisschen beunruhigend, respektive leider auch zu erwarten. Die höchsten Inzidenzen nach wie vor in der jungen Bevölkerung, in den Alterskategorien der 10 bis 19, 20 bis 29 und der 30 bis 39-Jährigen. Inzwischen ist aber leider auch eine deutliche und inzwischen anhaltende Zunahme in den höheren Alterskategorien zu sehen. Und wir sehen inzwischen auch neue Infektionen bei Kindern und unter 10 Jahren, die zunehmen. In Bezug auf die Hospitalisationen, diese nehmen seit Anfang Juli wieder zu und bewegen sich aktuell im Bereich von etwa 20 bis 30 Hospitalisierungen pro Tag, wenn wir den 7-Tage-Schnitt anschauen. Aber auch hier, seit gestern wurden uns 66 Spitaleinweisungen gemeldet. Auch wenn wir weiter auf einem sehr tiefen Niveau bleiben, haben sich damit die Spitaleinweisungen seit Anfang Juli und dies bezogen auf die 7-Tages-Durchschnittswerte praktisch verzehnfacht. Wir waren Anfang Juli noch in einem Bereich von 2 bis 3 Spitaleinweisungen pro Tag. Die Inzidenz der Spitaleinweisungen ist bei den über 30-Jährigen erhöht, aktuell mit den höchsten Werten in den ältesten Alterskategorien. Derzeit sind rund 70% der verfügbaren Intensivplätze belegt. Die intensivpflichtigen Covid-Patienten haben aber zugelegt und belegen inzwischen 11% der verfügbaren Intensivplätze. Damit hat sich auch der Anteil der Covid-Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen seit Juli in etwa vervierfacht und der Trend der Zunahme dürfte sich auch weiter fortsetzen. Gleiches gilt für die Hospitalisierungen.
Grundsätzlich kann man und darf man noch sagen, ist die Situation auf den Intensivstationen als noch unbedenklich einzustufen, wobei die jetzt zuletzt feststellbaren deutlichen Zunahmen der Belegung genau zu verfolgen sind. Die Zahl der Covid-Todesfälle, ich habe es eingehend gesagt, bleibt auf sehr tiefem Niveau. Wir haben rund 1 bis 2 Personen pro Tag zu beklagen, die an Covid verstorben sind. Denn eine Tendenz ist im Moment in Bezug auf die Todesfälle nicht ersichtlich. Die Positivitätsrate schließlich ist deutlich steigend. Aktuell beträgt sie rund 15% gemittelt über die letzten 14 Tage für die PCR-Tests. Der Anteil der positiven Antigen-Tests liegt bei etwas über 3%. Auch hier, wenn wir die aktuellen Tageswerte anschauen, liegen wir bei rund einem Viertel der PCR-Tests, die positiv sind, und etwas über 5% für die Antigen-Tests. Das Testvolumen hat gegenüber Mitte Juli deutlich abgenommen, scheint sich aber jetzt zu stabilisieren. Vor allem ein Rückgang in der Alterskategorie ab 40 Jahren hier zu beobachten. Ich möchte noch ein paar Worte zu den Impfungen sagen. Inzwischen sind über 10 Millionen Dosen mRNA-Impfstoff in der Schweiz geliefert worden. Bisher wurden gut 55% der Bevölkerung mindestens einmal geimpft. Knapp 50% verfügen über einen vollständigen Impfschutz. Wie Sie der Grafik hinter mir entnehmen können, ist die Durchimpfungsrate in den höheren Alterskategorien hoch bis sehr hoch und hat eine gewisse Sättigung erreicht. Das sehen Sie an diesen grünen Kurven, die sind doch bei den ab etwa 50 respektive 60-Jährigen deutlich am Abflachen. In den jüngeren Bevölkerungsschichten nimmt die Durchimpfung aber weiter zu und auf dieser Abbildung sehen Sie in blau die Inzidenzen in den einzelnen Alterskategorien. Da, wo viel geimpft wird oder wurde, da wo die Durchimpfung hoch ist, da sehen wir in diesen Altersklassen eben auch sehr tiefe Inzidenzen. Und das dürfte mit zunehmendem Impffortschritt in den tieferen Alterskategorien für diese dann entsprechend auch zutreffen. Vor diesem Hintergrund, wie beurteilen wir die Lage? Die Fallzahlen nehmen weiter und wieder deutlich zu. Die neuerliche Zunahme der Covid-Infektionen sowie die Positivitätsraten weisen auf eine erneute, akzentuierte Dynamik in der Ausbreitung von SARS-CoV-2 hin. Inzwischen ist auch eine Zunahme bei den Hospitalisationen und in der Belegung der Intensivstationen durch Covid-Patientinnen sichtbar. Die Situationsentwicklung bei der Auslastung der IPS und der Todesfälle ist gegenwärtig aber nicht besorgniserregend. Bei den Impfungen hat der Anteil der vollständig geimpften Erwachsenen die 50%-Marke erreicht. Die Anzahl der verabreichten Erstdosen steigt aber nur noch relativ langsam an. Es braucht jetzt unbedingt zusätzliche Anstrengungen, und darauf werde ich noch zu sprechen kommen, um allgemein die noch Unentschlossenen sowie insbesondere die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen zu erreichen und sie von einer Impfung zu überzeugen. Nur so, und hier sind wir überzeugt, kann verhindert werden, dass es erneut zu einer ausgeprägten und raschen Verbreitung des Virus in der Bevölkerung kommen kann, mit der Folge, dass auch eine Überlastung des Gesundheitswesens und der Spitalstrukturen durchaus erneut möglich sein wird. Lassen Sie mich noch einmal zu den Impfungen zurückkommen. Zuerst ein Wort zu den Liefermengen, den Impfdosen. Hier wurden verschiedene Fragen gestellt, auch Kritik geäußert, dass die Schweiz nicht mehr alle reservierten Impfdosen bezieht. Wir haben immer gesagt, und das möchte ich betonen, dass wir keine großen Impfstofflager in der Schweiz aufbauen wollen und dementsprechend auch in engem Kontakt mit den Impfstoffherstellern stehen. Dies, um je nach Nachfrage in den Kantonen, und die hat eben nachgelassen in den letzten Wochen, die Lieferungen verkleinern oder sogar vollständig stoppen zu können. Nun wurden die Kantone letzte Woche darüber informiert, dass der Bund mit
dem Hersteller Moderna vereinbart hat, im August nur die Hälfte der angekündigten Liefermengen von rund 1 Million Impfdosen zu beziehen. Die freigegebene Liefermenge von rund 500.000 Impfdosen kann die Schweiz im vierten Quartal beziehen. Es ist damit, und das ist wichtig, es ist weiterhin genügend Impfstoff vorhanden, damit alle, die dies jetzt wünschen, sich in den kommenden Wochen und Monaten impfen lassen können. Die Anpassung der Impfstofflogistik hat keinerlei Einfluss auf die Verfügbarkeit der Impfstoffe in der Schweiz. Es geht darum, dass die Schweiz nicht mehr Impfstoffe im Land hat, als sie aktuell benötigt. Dies auch im Sinne einer internationalen Zusammenarbeit. Impfstoffe weltweit sind nach wie vor äußerst knapp und sie sollen da eingesetzt werden, wo sie wirklich gebraucht werden können. Und ich möchte zum letzten Punkt meiner Präsentation kommen, und zwar möchte ich kurz auf die Kampagne «Nicht verpassen, impfen lassen» eingehen. Gestern ist die neue Impfkampagne gestartet. Sie stützt sich auf folgende Elemente, die Sie auch hinter mir sehen. Rund 2 von 3 erwachsenen Personen in der Schweiz haben bis jetzt mindestens eine Covid-19-Impfung erhalten. Wenn man noch nicht geimpft ist, so ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich impfen zu lassen. Warum? Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, weil es in allen Regionen der Schweiz noch freie Impftermine gibt, häufig in der Nähe des Wohnorts oder des Arbeitsorts. Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, weil die Erstimpfung im August bedeutet, dass man bis zu den Herbstferien einen vollständigen Impfschutz genießen kann. Es ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, weil jede Impfung nach wie vor zählt. Die Impfung ist das wirksamste Mittel, das sich uns bietet, sich und andere vor einer Covid-Erkrankung zu schützen und vor allem vor einem schweren Verlauf zu schützen. Die Covid-Impfung ist nach wie vor die wichtigste Maßnahme, um die Konsequenzen der Pandemie so weit wie möglich zu reduzieren. Es ist aber auch jetzt der richtige Zeitpunkt, sich impfen zu lassen, weil man mit der Impfung mithilft, eine neue Pandemiewelle, die sich abzeichnet, entgegenzuwirken. Und es ist jetzt der richtige Zeitpunkt für die Impfung, weil man damit einen Beitrag leisten kann, die Freiheit des Alltages, die wir alle so sehr herbeisehen, schneller zurückbringen zu können. Mit der Impfung wird es viel einfacher sein, die Freiheiten des Alltags wieder genießen zu können. Jene Erwachsene und Jugendliche, die bis jetzt zugewartet haben, sich impfen zu lassen, werden vom BAG ganz direkt angesprochen. Dazu lanciert das BAG ab sofort eine Kampagne unter dem Motto «Nicht verpassen, impfen lassen», um daran zu erinnern, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Die Informationskampagne wird in den kommenden Tagen breit sichtbar sein als Plakate. Wir sind in Social Media vertreten, wir werden online präsent sein und Sie werden auch Fernsehspots im Fernsehen zu sehen kriegen. Damit schließe ich meine Ausführung. Vielen Dank. Besten Dank, Frau Stadler. Sehr geehrte Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, die Situation in einer Pandemie entwickelt sich laufend und daraus ergibt sich auch, dass wir Menschen immer wieder die Situation neu beurteilen und darauf reagieren müssen. Ich habe zum Start der Normalisierungsphase das Präsidium der Science Task Force übernommen. Welche Ziele rücken in dieser Phase ins Zentrum? Klar definierte Ziele helfen dabei, zu verstehen, wie wir in den nächsten Monaten handeln sollten und was es dazu braucht. Bisher war ein Ziel naheliegend: die Menschen vor einer Infektion zu schützen, bis sie sich impfen lassen können. In der Normalisierungsphase hatten die allermeisten Menschen über 12 Jahren die Chance, sich impfen zu lassen. Folgende Ziele bieten sich nun an. Sobald nur die Personen nicht geimpft sind, welche bewusst eine Impfung ablehnen, gilt es erstens, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden, zweitens, die Belastung der Kinder zwischen 0 und 12 Jahren, welche sich momentan nicht impfen können, zu minimieren und drittens, Menschen zu schützen, die nicht geimpft werden können oder bei denen die Impfung vor Hospitalisierung oder Long-Covid schlecht schützt.
Lassen Sie mich ein paar Punkte zu den drei Zielen aufführen. Zuerst zur Überlastung des Gesundheitswesens. Die in der Schweiz dominante Delta-Variante ist so ansteckend, dass davon auszugehen ist, dass praktisch alle Nicht-Geimpften mit der Zeit mit SARS-CoV-2 in Kontakt kommen und sich anstecken werden. Momentan verbreitet sich die Epidemie sehr schnell. Die Zahl der täglich neuen Hospitalisierungen hat sich in einem Monat dreimal verdoppelt. Wenn nochmal drei Verdoppelungen erfolgen, dann wären wir bei einer Auslastung wie zum Höhepunkt in der zweiten Welle. Wenn sich alle Ungeimpften in den nächsten 6 Monaten infizieren würden, käme eine Belastung auf das Gesundheitssystem zu, die mindestens so hoch wäre wie während der zweiten Welle, aber um einiges länger andauern würde. Es geht nicht nur um die Frage der maximalen Kapazität, sondern auch darum, wie viel wir den Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten und schon während der Pandemie unglaublich viel geleistet haben, auf Dauer zumuten können. Und wie viele Nicht-Covid-Eingriffe wir bereit sind zu verschieben, mit all den negativen Konsequenzen für alle Patientinnen und Patienten. Diese potenzielle Krankheitslast kann proaktiv nur gesenkt werden, wenn sich mehr Menschen impfen lassen. Wir haben die besten Voraussetzungen dafür, denn bei den Impfstoffen gibt es momentan keine Engpässe. Es sind genug Dosen verfügbar und diese mRNA-Impfstoffe sind hochwirksam gegen schwere Krankheitsverläufe. Doch bei der Verimpfung dieser Dosen ist die Schweiz deutlich weniger erfolgreich als die anderen west- und südwesteuropäischen Länder. Viele Nichtgeimpfte haben sich noch nicht bewusst gegen eine Impfung entschieden. Laut der Sotomo-Umfrage Anfang Juli geben 25% der Impfberechtigten an, keine Impfung zu wollen. Demgegenüber stehen 58% der Impfberechtigten, welche vollständig geimpft sind. Es gibt somit noch mindestens 17% nur einmal Geimpfte oder Unentschlossene. Ziel einer intensivierten Impfkampagne sollte sein, dass nach deren Abschluss nur die Personen nicht geimpft sind, welche bewusst eine Impfung ablehnen. Zu dem zweiten Ziel, den Kindern unter 12 Jahren. SARS-CoV-2 steckt Kinder an. Diese können auch erkranken oder Long-Covid entwickeln und das Virus weiter übertragen. Doch das Virus ist für Kinder in diesem Alter weniger gefährlich als für Erwachsene. Demgegenüber haben auch einschränkende Maßnahmen an Schulen und bei der Kinderbetreuung negative Effekte. Deshalb müssen wir einen Mittelweg finden zwischen der Last durch Infektion und der Last durch Maßnahmen. Zudem ist wichtig, bereits jetzt zu überlegen, was bei großen Ausbrüchen in Schulen oder Betreuungseinrichtungen für Kinder oder einer drohenden Überlastung des Gesundheitssystems passieren soll. Wir müssen uns bewusst sein, dass unter diesen Umständen zum Schutz des Gesundheitssystems generelle Eindämmungsmaßnahmen getroffen werden müssen. Dann könnten Kinder nicht ohne weitere Einschränkungen ihren Alltag bestreiten. Dies hat auch wieder Folgen für Psyche und Bildung der Kinder. Am besten setzen wir also umgehend die Maßnahmen konsequent und schnell um, die für Kinder wenig invasiv sind, aber eine Krankheitswelle unter Kindern nicht zu groß werden lässt. Dies reduziert die Infektionen, trägt zur mentalen Gesundheit bei und sichert den Zugang zu guter Bildung und Betreuung. Ich spreche von CO2-Sensoren, Luftfiltern, Masken ab einem bestimmten Alter, regelmäßiges Testen sowie Breitentesten bei Ausbrüchen. Das Ziel ist klar, die Schulen offen zu lassen und dabei das Virus möglichst am Zirkulieren zu hindern. Zum dritten Ziel, dem Schutz von Personen, die sich nicht impfen lassen können oder deren Impfschutz nachlässt. Bei Menschen mit einem beeinträchtigten Immunsystem wirken die Impfstoffe schlecht. Hier müssen wir deren Immunität mit Antikörpertests gut beobachten und eine allfällige Auffrischungsimpfung planen. Um diese Menschen zu schützen, müssen insbesondere die Hygienemaßnahmen in Spitälern konsequent umgesetzt werden. Generell erwarten wir, dass die Wirkung der Impfung mit der Zeit nachlässt. Einerseits lässt die Wirkung nach, weil in den geimpften Personen die Immunantwort abnimmt. Andererseits könnten neue Varianten den Impfschutz umgehen. Auffrischungsimpfungen können in beiden Fällen Abhilfe schaffen. Wie die Impfungen gegen zirkulierende, aber auch gegen allfällig neue Varianten wirkt, muss dazu jedoch engmaschig untersucht werden.
Hier steht der Schutz vor Hospitalisierung und Long-Covid im Zentrum. In der Schweiz müsste dazu der Impfstatus der positiv getesteten Personen systematisch erfasst werden. Bislang fehlen diese Daten. Die Sequenzierung und Charakterisierung der Proben der positiv getesteten und doppelt geimpften Personen würde zudem ermöglichen, schnell festzustellen, ob neue, unbekannte Varianten den Impfschutz umgehen. Meine Damen und Herren, sobald wir genug Immunität in der gesamten Bevölkerung aufgebaut haben, entziehen wir dem Virus den Nährboden. Die Zirkulation wird zurückgehen, die schweren Verläufe seltener. Wir werden wieder sicher zu unserem gewohnten Alltag zurückkehren können. Sicher bedeutet, dass wir die drei definierten Ziele, also Schutz des Gesundheitswesens, der Kinder unter 12 und der Menschen mit einer schlechten Immunantwort, erfüllen ohne Maßnahmen. Momentan noch zirkuliert der Virus jedoch zu stark und füllt die Spitäler. Wenn wir uns jetzt für eine Impfung entscheiden, können wir die Immunität weiter aufbauen, ohne uns selbst, die Spitäler und die Personen, welche momentan nicht geimpft werden können, zu gefährden. So können wir rasch und mit möglichst wenig Schaden auf ein Ende der Epidemie zugehen. Vielen Dank, Herr Puhan. Besten Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Es freut mich, dass ich Ihnen heute die neuesten Resultate von Corona Immunitas vorstellen darf. Ich mache das klar im Namen des ganzen Konsortiums und seinen sehr vielen Mitarbeitenden. Und an dieser Stelle möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, den vielen, vielen Teilnehmern dieser Studien zu danken, denn es sind mittlerweile über 50.000 Personen in der Schweiz, die an der einen oder anderen Studie teilgenommen haben oder noch immer teilnehmen. Im Zentrum dieses Programms, schweizweiten Programms, steht die Bestimmung des Anteils der Bevölkerung, die Antikörper gegen das Coronavirus gebildet hat. Es gibt auch zusätzliche Studien, die dann bestimmte Aspekte anschauen. Aber ich werde heute vor allem über die neuesten Daten über die Seroprävalenz berichten und einige Indizien, inwieweit eine Impfung und eine Infektion vor einer Ansteckung oder einer erneuten Ansteckung schützen kann. Ich möchte aber zuerst noch ganz kurz auf zwei Monitoring-Aspekte von Corona Immunitas hinweisen. Der eine ist der, dass wir jetzt seit einem Jahr einen guten Teil der Teilnehmer fast wöchentlich fragen, ob sie sich an die Präventionsmaßnahmen halten. Und wir sehen hier wieder, dass in verschiedenen Altersklassen Masken tragen, Distanz halten, wirklich für eine sehr lange Zeit aufrechterhalten wurde, zu einem sehr hohen Ausmaß. Also ich glaube, das ist ein sehr gutes Zeichen. Wir sehen aber auch, dass sich das jetzt reduziert in den letzten Wochen und wenigen Monaten. Das ist ein gutes Maß, um den Puls zu spüren, was in der Bevölkerung in Bezug auf das Präventionsverhalten passiert. Die zweite Quelle, die Sie vielleicht kennen, ist, dass wir seit Februar auch die Gelegenheit nutzen, ein Impfmonitoring zu machen bei den Teilnehmenden von Corona Immunitas. Und wir schauen natürlich, wer sich impfen lässt, Personen mit chronischen Krankheiten und so weiter. Aber wir fragen auch nach der Motivation, sich impfen oder sich eben nicht impfen zu lassen. Hier nur ein Resultat. Der Selbstschutz ist natürlich ein wichtiger Grund. Die Rückkehr zur Normalität ist ein wichtiger Grund. Aber ich finde es bemerkenswert, dass auch sehr viele Menschen angeben, dass der Schutz anderer und der Bevölkerung ein wesentlicher Grund ist, sich impfen zu lassen. Weitere Resultate, die wir auch immer monatlich publizieren auf der Webseite von Corona Immunitas, aber auch des BAG, finden Sie unter dem Link, den ich hier angegeben habe. Aber lassen Sie mich nun über die Seroprävalenz sprechen. Wir haben im Spätwinter berichtet über die Seroprävalenz, wie sie sich nach der zweiten Welle darstellte. Also im Spätsommer, erinnern Sie sich, hatten zwischen 3 und 10, 11%, je nach Region in der Schweiz, Kantone in der Schweiz, hatten Antikörper als Folge einer Infektion entwickelt. Das ging dann hoch bis auf, je nach Kanton, wieder 11 bis 25% im Februar, bis Februar und März. Und ich zeige Ihnen das noch in einer leicht anderen Darstellung, um Ihnen nachher zu zeigen, was die Impfung bewirkt hat. Da wiederum Anfang der von Corona Immunitas Spätsommer sehen Sie die Seroprävalenz bis 12% in den Kantonen. Dann sehen Sie bei den 20- bis 64-Jährigen, und es ist wichtig, diese Unterscheidung zu machen, dann zu den über 65-Jährigen, sehen Sie den Anstieg, der passiert ist.
auf 10-25%. Und Sie sehen jetzt, was passiert ist dank der Impfung. Sie sehen, dass die Seroprävalenz jetzt stark zugenommen hat, auch bei den 20- bis 64-Jährigen. Der starke Anstieg ist auf Impfung zurückzuführen, aber natürlich auch auf ein paar weitere Infektionen. Die Zahlen sind aber noch eindrücklicher eigentlich bei den 65-Plus-Jährigen, wo die Seroprävalenz lange tief war, auch weil sie sich gut geschützt haben, weil sie gut geschützt wurden. Sie ging dann hoch in der Phase 3 von Corona Immunitas, und Sie sehen vielleicht, Watt, Neuenburg, Basel waren später dann dran mit den Erhebungen und zeigten schon einen relevanten Impfeffekt im März und April. Und jetzt sehen Sie die Zahlen, wie sie sich aktuell darstellen, also eine enorm hohe Seroprävalenz von rund 90%, Tessin sogar 96% bei den 65-Jährigen älter in den Corona-Immunitas-Studien. Also wirklich, das widerspiegelt natürlich auch das, was wir dann bei den Fallzahlen und bei den Hospitalisationen sehen. Diese Bevölkerung von 65-Jährigen und älter sind zu einem großen Teil jetzt durch die Impfung gut geschützt. Lassen Sie mich ein paar Worte sagen zum Schutz, den man nach einer Impfung hat versus einer Infektion. Und da haben wir einerseits Zahlen aus Zwillingsstudien, denn einer Kohorte von Patienten und von Menschen, die sich infiziert haben, wo wir die Immunantwort wirklich in den Wochen nach Infektion anschauen. Und Sie sehen hier, dass ein Großteil über einen positiven Antikörpertest hat nach 2-4 Wochen und diese Antikörper auch anhalten. Sie sehen aber auch, es ist eine große Bandbreite der Immunantwort. Alle Punkte oder der Strich, der unter die gestrichelte Linie fällt für einen positiven Test, bedeutet, dass diese Menschen keine Immunantwort entwickelt haben, die sich detektieren lässt zumindest. Das sind rund 15%. Und es ist eine ziemlich große Bandbreite in der Ausprägung der Antikörperantwort. Das ist eine logarithmische Skala, wo man das vielleicht ein bisschen unterschätzt, aber es ist eine ziemlich große Bandbreite, die man beobachtet. Und jetzt sehen Sie, was die Impfung bewirkt. Das ist eine Zwillingsstudie, die genau dasselbe untersucht, einfach als Folge einer Impfung. Zu Beginn vor der Impfung natürlich nur sehr wenige positive, vielleicht unbemerkte Infektionen vor der Impfung. Und dann sehen Sie, wie das hochgeht, höher geht als nach einer Infektion und vor allem viel konsistenter, homogener hochgeht. Also Sie sehen eine ziemlich homogene Impfantwort bei diesen Personen. Und zumindest in den Studien hat es keine Personen gegeben, die keine Antikörper entwickelt haben. Natürlich in der Realität ist das ein bisschen anders. Man geht in der Bevölkerung vielleicht von rund 5% aus, bei denen man die Antikörper aus verschiedenen Gründen nicht findet oder nicht entdecken kann. Aber Sie sehen hier einen ziemlich großen Unterschied zwischen der Reaktion auf eine Impfung und auf eine Infektion. Dann, was wir jetzt noch hinzugefügt haben, ist eigentlich etwas sehr Interessantes. Wir können jetzt unterscheiden, ob Personen eine Immunantwort entwickelt haben, die sogenannt neutralisierend ist oder nicht. Was Sie hier dargestellt haben, ist das Spike-Protein, also die berühmten Ausstülpungen, die Sie vom Coronavirus kennen, nur das Spike-Protein, weil das besonders relevant ist. Und da gibt es einen Bereich, diese rezeptorbindende Domäne, die besonders relevant ist für das Eindringen des Virus in menschliche Zellen. Und jetzt sind wir natürlich interessiert daran, ob die Antikörper, die wir detektieren, an diese Stelle binden, um so das Eintreten des Virus in die Zellen zu verhindern. Und dass die ETH Lausanne und das Schüf haben zusammen einen Test entwickelt, mit dem man genau das prüfen kann und auf einer größeren Anzahl Personen prüfen kann. Das war bisher sehr aufwendig, aber hier kann man viel mehr Leute testen, was für unsere populationsbasierten Studien sehr interessant ist. Also dieser Test unterscheidet, ob im Blut, das wir von den Teilnehmenden abnehmen, ob hier eine Neutralisation stattfindet oder eben nicht. Und weil man dieses Spike-Protein je nach Variante nachbauen kann im Labor, kann man auch testen, ob die Neutralisation vorhanden ist gegen den ursprünglichen Wildtyp des Virus, ursprünglichen Typ, oder gegen die verschiedenen Varianten. Und das ist, was ich Ihnen kurz hier zeige. Das sind erste Resultate, wirklich frisch aus dem Labor. Sie sehen hier rund 500 Teilnehmende aus dem Tessin und Fribourg von Corona Immunitas, die Antikörper entwickelt haben. Von denen hatten 92%
das hat man eine Neutralisation, also ein effektiver Schutz gegenüber dem Wildtyp. Der ist aber heutzutage nicht mehr sehr relevant, weil praktisch nur noch Delta bei uns vorliegt. Und Sie sehen, das geht dann runter auf etwa 75% beim Wildtyp. Aber man muss sagen, das ist eigentlich so hoch noch, weil viele Leute, die in diesem 508 Personen dabei sind, sich geimpft haben. Sie sehen hier aber auch im nächsten Slide die Unterscheidung in der Immunantwort zwischen Personen, die sich impfen lassen und die sich nicht haben impfen lassen. Also alles wiederum Personen, die Antikörper entwickelt haben. Sie sehen hier 208 Personen aus dem Kanton Fribourg und Sie sehen hier, wie viele Prozent eine Neutralisation haben gegen die verschiedenen Varianten. Und das liegt viel höher, als was wir bei den Personen beobachten, die Antikörper haben, aber eben als Folge einer Infektion. Also Sie sehen auch hier wieder einen relevanten Unterschied, der sich abzeichnet zwischen der Impf- und der infektionsbedingten Immunität. Hier ist es zu betonen noch, dass natürlich die Zeit seit der Impfung deutlich kürzer ist im Schnitt als seit der Infektion, weil man sich ja schon länger infizieren kann, als die Impfungen da sind. Das ist in diesen Berechnungen nicht berücksichtigt. Also die Unterschiede könnten in Tat und Wahrheit dann ein bisschen kleiner sein, weil die Antikörper mit der Zeit zurückgehen. Aber nichtsdestotrotz deutet es darauf hin, dass man mit der Infektion allein zumindest nach einer Zeit keinen sehr guten Schutz hat, gemäß diesen Labortests gegenüber den Varianten. Und hier noch als letzte Resultate aus St. Gallen. Da haben wir noch eine Gruppe von 20 bis 64 untersuchen können, die Antikörper hatten als Folge einer Infektion. Und Sie sehen jetzt, wie tief diese Neutralisation gegenüber den Varianten ist für Leute, die sich eben vor Zeit einer Impfung angesteckt haben. Und das wurde jetzt glücklicherweise, geht das jetzt hoch, dank der Impfungen, also in Phase 4, das ist jetzt Juni, Juli, ist ein wesentlicher Teil dabei, auch bei dieser Altersgruppe, die sich hat impfen lassen. Und dementsprechend geht das Ausmaß, also der Anteil der Personen mit einer Neutralisation, geht hoch. Also Sie sehen aus diesen Resultaten zusammengefasst, dass die Impfung wirklich einen großen Einfluss hatte auf die Seroprävalenz im ganzen Land. Die über 65-Jährigen sind gut geschützt, dank der Impfung. Das können wir jetzt in diesen Studien auch im Labor und in den Studien bestätigen. Und das geht einher mit den Daten, die wir vorher gehört haben, über die Infektionszahlen und Hospitalisationsraten in dieser Altersgruppe. Und die Daten deuten doch darauf hin, dass der Schutz nach einer Impfung höher und zuverlässiger ist als nach einer durchgemachten Infektion. Und das scheint vor allem auch für die Varianten der Fall zu sein. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Herr Hauri. Die Erfahrungen der vergangenen zwei Wochen zeigen die große Bedeutung der Rückkehrenden. Sie können je nach Kanton 20% und weit mehr der neu positiv getesteten Personen ausmachen. Zugleich steigen die Fallzahlen aber unter anderem auch in den Familien wegen Treffen und wegen Partys. Die Hospitalisationen ziehen vor allem im Bereich der mittleren Jahrgänge bis etwa 60 Jahre auch deutlich an. Das ist auch unsere praktische Erfahrung. Sie verursachen aber bislang über alles gesehen keine oder vielleicht auch noch keine Engpässe. Insgesamt zeichnet sich das Bild einer Welle, deren Höhe und Breite, somit deren effektive Bedeutung noch offen ist. Deshalb ist es Ansichtssache, ob man bereits von einer tatsächlichen vierten Welle sprechen will oder vielleicht von einer Zwischenwelle. Jedenfalls bewegt sich die Virusaktivität zurzeit nach oben, wobei die Variantendiskussionen derzeit insofern von geringerer praktischer Bedeutung ist, als insbesondere die viel diskutierte Delta-Variante zum aktuellen Standard wurde. Es ist angesichts unserer Erfahrungen aus dem Kontakttracing folgerichtig, dass die Rückkehrenden der letzten Woche zum wiederholten Test aufgerufen sind, auch jetzt noch. Alles, was dazu führt, dass sich das Virus nicht in großem Stil schnell verbreitet, verhindert letztlich Einschränkungen. Das liegt in unser aller Interesse. Genau aus diesem Grund sind die repetitiven Reihentests in Schulen und auch Betrieben angesagt.
Insbesondere in den Schulen vermögen sie wegen ihrer Regelmäßigkeit zudem Quarantäneanordnungen weitgehend hinfällig zu machen. Zudem lassen sich bei gleichzeitigem Einhalten der bekannten Hygieneregeln und des regelmäßigen guten Stoßlüftens, wir haben es bereits gehört, den Verzicht auf die Maskentragpflicht noch rechtfertigen. Grundsätzlich kommt den konsequent repetitiven Reihentests eine Art Schutzmaßnahme zu, da sie Virusträger zuverlässig erkennen lassen, bevor diese das Virus weitergeben und das über die ganze Zeitspanne der Testprogramme. Zudem stellen sie einen guten Sensor für das aktuelle Geschehen, vor allem in den oberen Klassen, dar. Das ist bei sporadischen Einzeltests weniger der Fall. Diese sind im Einzelfall und auf eine einzelne Situation bezogen eine gute Entscheidhilfe. Sie stellen jedoch keine robuste allgemeine Schutzmaßnahme dar. Es ist deshalb nachvollziehbar, wenn sie später wieder eher im Rahmen der eigentlichen Krankheitsdiagnostik und von umschriebenen Testsituationen eingesetzt werden sollen. Das Contact Tracing läuft auf Hochtouren, wobei das Kontaktieren der Personen nicht immer einfach ist. Vielfach sind die Personen auch nicht auf Anhieb erreichbar. Im Gegensatz zu vorher können nun aber zunehmend Geimpfte und Genesene von der Quarantäne ausgenommen werden, sodass die Anzahl der Kontaktpersonen in Quarantäne im Vergleich zu den positiv Getesteten in Isolation gesunken ist. Es lassen sich immer wieder Ausbrüche und Cluster feststellen, wie sie hier beispielhaft gezeigt werden. Eine Bandprobe war der rekonstruierbare Ausgangspunkt für Übertragungen auf eine Abschlussfeier, auf Partys, Familien, Treffen und eine Versammlung. Die verschiedenen Säulen zeigen die unterschiedlichen Generationen der Übertragungen. Rot sind die angesteckten Kontaktpersonen, gelb die nicht angesteckten. Über das sehr aufwendige Backward Tracing können weitere Erkenntnisse gewonnen und weiter zurückliegende Ausgangspunkte von Virusübertragungen identifiziert werden. Auf diesem Bild sieht man solche Sichtbarmachungen von Ansteckungsorten oder auch Tätigkeiten. Vorliegen zum Beispiel beim Einkaufen, aber auch in Fahrzeugen, namentlich Personenwagen und Lieferwagen, aber auch beim Reisen in Gruppen oder in engen räumlichen Verhältnissen. Über die Zeit aufgetragen sieht man auch die Effektivität von Maßnahmen. Je größer der rote Anteil ist, desto eher liegt ein aktueller Hotspot vor. Solche Erkenntnisse können zum Beispiel auch grafisch auf Karten aufbereitet und mit betroffenen Firmen oder Unternehmen besprochen und daraus Verbesserungen der Schutzkonzepte abgeleitet werden. Das Backward Tracing wird von den Kantonen unterschiedlich gehandhabt, da es nicht überall gleich sinnvoll und vor allem bei niederen Fallzahlen nützlich ist. Es wurde daher wegen der erreichten Grenze der Aussagekraft bei hohen Fallzahlen, insbesondere eben beim Anstieg, teilweise auch wieder abgebaut. Auch wenn viele es zwischenzeitlich wohl fast nicht mehr hören können, wir haben es ja auch gehört, der beste Schutz vor einer Erkrankung, bei einer Ansteckung mit dem Coronavirus ist und bleibt die Impfung. Selbstverständlich sollen Hygiene- und Abstandsregeln sowie auch Masken die Virusübertragung verhindern. Sie tun das auch bei ganz konsequenter Einhaltung. Nur eben, die Maßnahmen schränken unsere Gewohnheiten teils weniger, teils mehr ein. Und wie das so ist bei Schutzmaßnahmen, man vergisst sie, ist unachtsam, macht einen Fehler. Deshalb steckt man sich trotz Beachtung der Schutzmaßnahmen vor einer Virusübertragung fast schon zwangsläufig irgendwann einmal an. Diesen Zeitpunkt hat man so wenig unter Kontrolle wie den Verlauf der Ansteckung. Dieser kann sehr mild, sogar unmerklich sein. Er kann sehr schwer in Erscheinung treten, überwiegend bei Eltern zum Tode führen
oder Long-Covid verursachen. Auch eine Totgeburt ist allerdings sehr selten möglich. Damit verglichen sind der Zeitpunkt der Impfung bestimmbar, die unerwünschten Impferscheinungen entgegen der oft anekdotischen Horrormeldungen, namentlich in den sozialen Medien und vom Hörensagen, vergleichsweise wenig ausgeprägt und der Schutz der Impfung vor der schweren Erkrankung bedeutsam. In den Kantonen wird deshalb viel unternommen, die Impfung zu fördern. Leichter Zugang durch Walk-in, mobiles Impfen, Impfen bei den Leuten, zum Beispiel in Einkaufszentren, Kombination von Test- und Impfzentren, Impfen statt Testen als Stichwort, Impfevents, Angebote in Apotheken und Arztpraxen, Ansprechen von bestimmten Bevölkerungsgruppen wie junge Erwachsene, Fremdsprachige und so weiter. Die Angebote sind da und sie dürfen auch gerne benutzt werden. Wann eine Auffrischung erforderlich ist, bleibt im Moment noch offen. Was derzeit in den Kantonen begonnen wurde, sind nicht diese Booster, sondern die Verabreichung einer dritten Impfdosis bei deutlich immungeschwächten Personen. Diese dritte Dosis kommt bei diesen Personen einer Komplettierung der Impfung gleich, wie bei den allermeisten sonst mit zwei Dosen oder den Genesenen mit einer Dosis und hat mit einer Auffrischung nichts zu tun. Vielen Dank. Herr Bessler. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren Medienschaffenden, vielleicht noch ein Wort zum internationalen Aspekt oder der Pandemie. Es ist eine globale Pandemie, wie wir wissen. Es braucht globale Ansätze. Es braucht eine internationale Antwort. Die Schweiz einerseits auf multilateraler Ebene, wie Sie wissen, arbeitet sehr aktiv als Geberin mit in der COVAX-Facility zur Verteilung der Impfstoffe. Auf der anderen Seite bilateral haben wir von der DEZA, von der humanitären Hilfe im Spezifischen, diese Hilfsgütertransporte organisiert. Es geht darum, auf Anfrage der entsprechenden Länder, die zu unterstützen, ganz konkret Beatmungsgeräte, Sauerstoffkonzentratoren, Schutzmaterialien, Masken, Overalls und das vor allem im asiatischen Raum. Wir konnten in enger Zusammenarbeit mit dem BAG, mit der Armeeapotheke, verschiedene solche Gesuche angehen bzw. beantworten. Letzte Woche Vietnam. Sie haben vor sich oder konnten das noch nehmen, eine Karte in all den Ländern, wo wir solche Hilfsgüter, solche Covid-Hilfsgüterlieferungen ausgeführt haben, aufgelistet haben. Letzte Woche eben war es Vietnam mit einem Betrag von Warenwert von ungefähr 5 Millionen. Davor war es Thailand, Indonesien, Tunesien, Mongolei, Sri Lanka, Nepal, Indien. Seit Mai machen wir solche Lieferungen immer in enger Zusammenarbeit mit den Empfängerländern. Dort ist es entweder das Gesundheitsministerium, manchmal auch das Rote Kreuz, mit dem wir zusammenarbeiten. Dabei ist sehr wichtig, dass wir Kontakte vor Ort haben, meistens unsere Botschaft oder unser Koordinationsbüro, wie zum Beispiel in der Mongolei, um auch sicherzustellen, dass diese Materialien verteilt werden und dann eben auch richtig benutzt werden. Auch sehr wichtig ist für uns, dass wir vorgängig vor einem solchen Transport natürlich mit dem BAG, mit dem SECO, auch mit dem Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung sicherstellen, dass diese Materialien nicht in der Schweiz gebraucht werden, sodass wir die Verfügbarkeit hier nicht in Frage stellen. Aber solche bilateralen Aktionen ist das eines der Geschäfte, die wir in der humanitären Hilfe machen. Es ist nicht die einzige Linie, die wir fahren. Bilateral haben wir natürlich auch unsere Programme in unseren Schwerpunktsländern entsprechend angepasst, vor allem auch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise, indem wir die Betroffenen in erster Linie natürlich besser beschützen. Das heißt, größere Unterstützung des Gesundheitswesens vor Ort, das heißt, unsere Projekte auch auf die wirtschaftlichen Auswirkungen anpassen, vor allem die Leute, die im informellen Sektor ihre Arbeit verloren haben. Also hier eine wichtige zusätzliche Stimme oder zusätzliche Unterstützung in diesem kompakten und vielschichtigen Antwort auf die Covid-Krise. Danke Ihnen. Vielen Dank.
Wem darf ich das Wort für die erste Frage erteilen? Herr Triussi. Herr Puan, zu den Ergebnissen der Studie, die Sie vorgestellt haben. Die Aussage, die Überzeugung, wonach unsere eigenen Antikörper, also von den Genesenen, die beste sind, sind einfach falsch, hat man entdeckt. Besser sind sie nicht. Nein, also diese Aussage glaube ich auch, dass sie falsch ist. Was wir einfach sehen, ist, dass die Genesenen eine unglaublich unterschiedliche Ausprägung haben der Anzahl Antikörper. Das ist der große Unterschied zu dem, was wir bei der Impfung sehen, wo es einfach viel, viel homogener ist, sagen wir, die Antwort, die man erreicht. Und sie sind halt auch nicht besser, weil viele Infektionen passierten, bevor Delta da war. Und da sind sie einfach nicht gut geschützt vor der Variante Delta. Also von dem her sind sie wirklich nicht besser, weil sie einfach auch nicht mit der Zeit gehen und die Varianten natürlich nicht abdecken. Das werden auch die Impfungen nicht für ewig tun, aber fürs Erste scheinen die Impfungen die Varianten nicht schlecht abzudecken. Und da kann man natürlich immer anpassen, wenn eine neue Variante da ist, kann man die Impfung so anpassen, dass es auch gegen neue Varianten hoffentlich wirkt. Also das müssen die Studien zeigen, aber das ist, sagen wir, der Plan. Monsieur Henderson. Question pour Madame Stadler. C'est votre première conférence de presse en tant que présidente de la Task Force. Vous arrivez à un moment où la situation sanitaire se dégrade, une hausse des cas et une hausse aussi des hospitalisations alors que la campagne de vaccination est au point mort. Première question, pourquoi avoir accepté ce poste qui paraît compliqué? Et puis, deuxièmement, qu'est-ce que vous pensez y apporter concrètement? In der Tat, ist mein erster Auftritt hier. Der Grund, warum ich die Aufgabe angenommen habe, ist, wir Wissenschaftler beschäftigen uns seit vielen, vielen Jahren mit Problemen, bei mir konkret Infektionskrankheiten. Und dann ist natürlich der Moment einer Pandemie, der Moment, wo man zurückgeben möchte und helfen möchte, dass es in dem Land, dass wir mithelfen über wissenschaftliche Bereitstellung von wissenschaftlichen Daten, dass wir geeignet reagieren können. Zur zweiten Frage, was jetzt die konkreten Herausforderungen sind. Momentan Stand heute sind wir leider in einer Situation gegenüber auch dem Vorjahr. Wir haben Mitte August, unsere Hospitalisierungszahlen steigen stark. Wie ich es momentan vorhin gesagt habe, innerhalb eines Monats hatten wir ungefähr dreimal eine Verdoppelung. Das heißt, wir haben, wenn wir noch dreimal verdoppeln, bedeutet das, wir sind auf einem Level wie in der zweiten Welle. Und das ist natürlich was, wo die Spitäler extremst belastet sind. Und das wird auch nicht auf Dauer funktionieren, ohne dass die Qualität des Gesundheitswesens extrem leidet. Und die große Herausforderung ist jetzt natürlich, dass wir es schaffen, die Krankheitslast nicht zu groß werden zu lassen. Und da ist natürlich das Proaktive, wie wir da hinkommen können, ohne zu viel Leid sind, die Impfungen. Und jetzt ist es ein zentrales, wie das jetzt eigentlich von allen Rednern erwähnt worden ist, dass wir versuchen, die Personen, die noch unentschlossen sind oder einfach nicht die Gelegenheit wahrgenommen haben, sich bisher impfen zu lassen, dass sie sich jetzt impfen lassen. Monsieur Clemens. Je rebondis un petit peu sur ce qu'a dit mon collègue, Madame Stadler. Quel ton vous allez utiliser vis-à-vis du monde politique pour vous faire entendre, pour faire entendre la task force différemment de ce qui a été fait jusqu'à présent, alors qu'on va attaquer une peut-être quatrième vague? Danke. Ich denke, unsere Aufgabe ist aufzuzeigen, nach außen hin und intern, was sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse, eben wenn wir epidemiologisch uns die Daten anschauen, was ist die Dynamik, wohin steuern wir, wenn die Situation so anhält, wie eben ausgeführt, es geht nach oben. Und natürlich, und das heißt nach außen, wir versuchen zu erklären, aufzuklären, die Gesellschaft immer den aktuellsten Wissensstand bereitzustellen. Und intern haben wir sehr enge
sehr engen Austausch sowohl mit dem BAG wie mit dem EDI, wo wir natürlich sehr, sehr Klartext reden, wie wir die Situation einschätzen und dem gegenüber aber auch zuhören, um quasi die Rahmenbedingungen zu verstehen, sodass wir auch mithelfen können, gegeben den Rahmenbedingungen, was sind aus wissenschaftlicher Sicht Lösungsansätze, die man verfolgen könnte. Herr Ruch. Auch noch eine Frage zu den Hospitalisierungen. Herr Mattis, Sie haben gesagt, 11% der Intensivplätze jetzt mit Covid-Patienten belegt. Wann ist die Schwelle erreicht, wo Sie sagen müssen, da, ab da muss man eingreifen? Wann muss man, wie viel mag es da leiden? Wann ist die Alarmgrenze erreicht quasi? Wenn wir davon ausgehen, dass etwa 1000 Intensivbetten zur Verfügung stehen und bereitstehen, respektive betrieben werden können, sind ja nicht die Betten. Ich glaube, das haben wir jetzt alle verstanden, dass es eben das Personal ist, das limitierend ist. Und wenn wir davon ausgehen wollen, dass nicht wieder im großen Stil elektive Eingriffe verschoben werden, ich möchte daran erinnern, dass wir im letzten Jahr etwa 30.000 Eingriffe verschoben haben. Tönt jetzt nicht gerade nach viel, aber das sind 30.000 Schicksale. Da hat vielleicht jemand über Monate Schmerzen gehabt, weil ein Hüftgelenk nicht ausgetauscht werden konnte. Wenn wir das nicht haben wollen, dann ist eine Belastung von höher als 300 Betten durch Covid-Patienten, das wäre dann so etwa ein Drittel der vorhandenen Betten, sicher nicht machbar. Das Aufschieben von elektiven Eingriffen dürfte aber schon vorher beginnen. Herr Berlocher. Ich gleich hier anschließen darf, bei den absoluten Zahlen zu den Betten und deren Verfügbarkeit sieht man da auch geografische Unterschiede. Also ich sehe, dass im Kanton Uri phasenweise rot aufleuchtet, aber Uri ist ein relativ kleiner Kanton. Also auch innerhalb der Kantone, zum Beispiel das Zentrumsspitäler, überdurchschnittlich ausgelastet wären. Und wäre das auch ein Problem oder hat man inzwischen auch Verlegungen besser im Griff für Covid-Patienten? Das wäre die eine Frage an Herrn Mattis, nehme ich an, und an Frau Stadler. Sie haben ein paar Prognosen gemacht, eben mit der Verdreifachung. Sind bei diesen Prognosen mit einbezogen, dass das Personal wahrscheinlich nicht noch einmal eine zweite Welle aushalten will? Die noch dort sind und die nicht mehr dort sind, eben jetzt fehlen. Also die Personalknappheit vorhanden ist in den Intensivstationen. Dann beginne ich gerne. Es ist in der Tat so, dass die Auslastungen in einzelnen Spitälern oder wenn wir es dann auf Kantone nehmen, die wenig Betten anbieten können, zum Teil relativ hoch sind. Das kann aber sein, dass ein Verkehrsunfall ist, dass Sie drei Personen auf eine Intensivstation verlegen müssen. Wenn Sie nur 5 Betten haben, haben Sie an diesem Tag oder in diesen Tagen natürlich bereits ein Problem. Grundsätzlich ist es so, dass Verlegungen möglich sind. Das ist zum Glück schon eine ganze Weile nicht mehr passiert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob in der dritten Welle überhaupt noch Covid-Patienten verlegt werden mussten. Aber das wäre eine Möglichkeit, um auf nationaler Ebene, wenn wir jetzt wirklich Unterschiede in den Regionen sehen würden, in Bezug auf das epidemische Geschehen, in Bezug auf die schweren Erkrankungen, dass das sicher ausgenutzt werden könnte. Aber wie gesagt, auch da sind dann irgendwann mal Limiten gegeben in Bezug auf die Möglichkeiten von Transporten und Verlegungen. Und das wird auch bei solchen Patienten nur dann gemacht, wenn es wirklich nicht mehr anders geht. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Rudi Hauri, bitte. Ich kann Ihnen dazu noch sagen, dass man vielleicht ein bisschen relativieren muss oder sagen muss, wovon man spricht, wenn man von Verlegungen spricht. Verlegungen finden immer statt. Auch jetzt kann sein, dass sie eben aus fachlichen Gründen stattfinden, dass eine Behandlung in einem Spital, auch in einem anderen Kanton, besser erfolgen kann. Dann erfolgt die Verlegung. Es ist keine Verlegung aus Not, weil man Platzmangel hat oder kein Personal mehr. Also das muss man etwas unterscheiden. Wenn man von den Verlegungen spricht oder wenn man einfach nur diese Alarmstufen, die Sie jetzt erwähnt haben, anschaut. Und dann ist das auch das Umgekehrte der Fall. Es kann auch sein, dass auch von einem großen Kanton, auch jetzt, das ist immer wieder der Fall gewesen, Patienten mit Covid in einem Spital, in einem kleineren Kanton hospitalisiert werden, einfach weil der näher ist und die Behandlung sicherstellen kann. Also Austausche zwischen den Spitälern und den Kantonen finden immer statt. Die sind per se nicht ein Zeichen, dass das System überlastet ist. Sie sind dann ein Zeichen, wenn sie erzwungen werden, weil man keinen Platz mehr hat.
Frau Stadler zur zweiten Frage. Gerne. Zum Ersten ganz kurz, Sie hatten es ja erwähnt, basierend auf Prognosen. Ich möchte ganz klarstellen, dass alles, was ich vorgestellt habe, im Endeffekt nur die Daten wiedergegeben hat, also keinerlei Modellierung mit reingespielt hat. Und was wir uns angeschaut haben, ist, vor einem guten Monat war der 7-Tages-Schnitt an 9 Spitaleintritten bei ungefähr 3. Der ist, hat sich verachtfacht innerhalb eines Monats auf 24. Verachtfacht heißt 3 Verdoppelung, 2, 4, 8. Und jetzt einfach, wenn es nochmal dreimal sich verdoppelt, sind wir in Größenordnung 200 neue Spitaleinweisungen. Und das ist das Schwierige bei exponentiellem Wachstum. Von 3 auf 24 scheint jetzt nicht dramatisch zu sein. Die Spitäler kommen klar. Aber wenn die Dynamik genau gleich bleiben sollte, dann haben wir bei nochmal 3 Verdoppelungen um die 200. Und das war wirklich Hochzeiten in der zweiten Welle. Und ich möchte damit gar nicht implizieren, dass das was ist, was wir zum einen, wo das Limit sein sollte oder dass wir lang durchhalten können, weil da ist ganz klar, und ich denke, das haben meine beiden Vorredner gesagt, bei solchen Zahlen, vielleicht kann man die Covid-Patienten aufnehmen, man muss andere Dinge nach hinten verlegen und so weiter. Das heißt, die Qualität der Behandlung wird für alle sinken und auf Dauer können Spitäler natürlich auch nicht immer mit einer größeren Belastung umgehen. Herr Forster. Also vielleicht hier gleich eine Anschlussfrage, Frau Stadler. Was sagen dann die Modellierungen? Also ab wann bei der gegebenen Impfquote, falls ja, kommt es an eine Belastungsgrenze der Spitäler? Im Endeffekt momentan, also wir haben es ja mit Delta zu tun. Das hat neue Eigenschaften, da kennt man, die lernt man erst momentan. Wie infektiös ist es? Es kann auch, es schützt doppelt Geimpfte vor Infektion, aber nicht zu 100%, sondern doppelt Geimpfte können auch infiziert werden. Das heißt, da gibt es ganz viele Parameter, die es schwer machen, da jetzt wirklich eine ganz genaue Szenarien darzulegen. Ich denke, was wir uns aber rein intuitiv alle überlegen können, jetzt ging es innerhalb von einem Monat 3 Verdoppelungen. Gibt es einen Grund, dass das langsamer wird? Wir haben Ferienrückkehrer, wir haben Schulstart, wir haben den kommenden Herbst. Wir können uns alle erinnern, letzten Herbst ging es plötzlich deutlich schneller nach oben. Das heißt, es müsste sich, um die Dynamik zu verlangsamen, muss sich irgendwas im System ändern. Und da ist natürlich der Faktor Mensch, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal erlebt. Wenn wir uns als Gesellschaft einer Gefahr bewusst sind, wenn alle etwas ändern, dann kann es plötzlich auch wieder in die andere Richtung gehen. Also man kann da jetzt schlecht sagen, wann wir bei einer bestimmten Anzahl wären. Es hängt von Faktoren ab. Es ist einfach Fakt, die Dynamik, wenn sie so weitergeht. 3 Verdoppelungen, in welcher Zeit sie auch immer sind, da wären wir an der Grenze wie in der zweiten Welle. Gibt es noch Fragen? Herr Ruch. Vielleicht noch eine Frage zur dritten Impfung, wie das jetzt in den USA angekündigt wird. Vielleicht ans BAG. Wie steht man zur dritten Impfung? Die Frage der Boosterimpfung ist natürlich auch in der Schweiz ein Diskussionsthema. Wir können aber noch nicht definitiv sagen, wann die kommen soll oder wie die kommen soll. Das ist im Moment in Abklärung. Da wird auch die ECIF, die Kommission, die zuständig ist, die entsprechenden Empfehlungen noch machen müssen. Zudem ist es dann auch noch eine Zulassungsfrage. Also da die Impfstoffhersteller müssen die entsprechende Zulassung für die Boosterimpfung dann auch beantragen und Swissmedic muss das am Schluss bewilligen. Also da ist schon noch ein gewisser Weg vor uns. Aber ich denke, dass Boosterimpfungen mindestens dann mittelfristig definitiv auch in der Schweiz ein Thema sein werden. Je nachdem, was auch noch auf uns zukommt. Wir wissen nicht, mit was für Varianten wir allenfalls noch konfrontiert werden. Aber sicher ein Thema, das intensiv diskutiert wird. Herr Wacker. Eine Frage an Herrn Bessler oder vielleicht an Herrn Mattis. Es geht um Hilfslieferungen von Impfstoff der Schweiz ans Ausland, namentlich an die COVAX-Initiative. Wo stehen die Lieferungen mit AstraZeneca-Impfstoff? Und zweite Frage, wäre es denkbar, dass die Schweiz auch einen Teil ihrer mRNA-Impfstoffe abgibt, wo ja möglicherweise mehr da sind, als die Schweiz selber braucht? Da kann ich an
BAG weitergeben. Genau, da muss ich auch ein bisschen spicken. Also sind vorgesehen, dass 4 Millionen Dosen an COVAX gehen. Die Europäische Union hat im August mit AstraZeneca, wie Sie das erwähnt haben, einen Beschaffungsvertrag für 400 Millionen Dosen abgeschlossen. Das wurde in der Schweiz bis anhin nicht bezogen. Und damit die Impfstoffweitergabe an COVAX umgesetzt werden kann, muss jetzt eine zusätzliche Vereinbarung, das ist Bürokratie, das ist leider so, abgeschlossen werden, welche den Prozess der Weitergabe am Schluss regelt. Auf dieser Basis kann dann die Schweiz AstraZeneca-Impfdosen zum Bezug zugewiesen werden, die an COVAX weitergegeben werden. Und dieser Prozess ist im Moment am Laufen. Ich möchte da nicht noch auf alle Details eingehen. Es würde zu lange dauern. Aber dieser Prozess ist am Laufen. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, wann dann die Dosen schlussendlich auch über COVAX wirklich in einem oder in mehreren Ländern zur Verfügung stehen. Und mRNA-Impfstoffe, dass die... ist im Moment kein Thema. Da sind wir ja noch am Beschaffen, aber ich habe das eingehend gesagt, wir beschaffen so, dass möglichst nicht zu viele Dosis in der Schweiz dann auf Halde liegen, die nicht verwendet werden. Und wir sind laufend in Verhandlungen, um die zukünftigen Mengen, die beschafft werden können, auch entsprechend anpassen zu können. Also da geht es dann wirklich um eine Balance, Nachfrage und Angebot in der Schweiz so zu halten, dass nicht Impfstoffe bei uns am Schluss verfallen, die anderswo sinnvoll eingesetzt werden könnten. Das sind wir sicher bemüht, dass das nicht geschieht. Monsieur Schubert. Question pour Madame Hurst, pour utiliser une réponse aussi en français, même si vous réutilisez ce qu'a pu dire déjà Madame Stadler. À vous entendre, avec ces doublements du nombre de cas, aussi du nombre d'hospitalisations, avec le temps qu'il faut pour la vaccination, même si elle devait remonter, ce qui est évidemment souhaitable, et c'est ce que vous souhaitez, quand est-ce qu'il y aura une cote d'alerte qui sera dépassée? Est-ce qu'il y a dans vos prévisions un moment où on va dire, ici cette fois, on est non plus seulement dans une vague qui augmente, mais à un stade ou à un sommet qui est grave? Je peux commencer de répondre et je passerai volontiers la parole à M. Matisse pour compléter. Il est clair que, comme nous nous rappelons tous, il faut 6 semaines pour transformer une personne susceptible en personne entièrement vaccinée. Et donc, l'augmentation de la vaccination, même si on peut que l'encourager, l'appeler de nos voeux, elle agit avec un certain délai. Or, les doublements sont en train de se produire maintenant. Effectivement, un des enjeux de ces prochaines semaines et de ces prochains mois va être de pouvoir identifier le moment où le risque pour le système de santé, donc le risque qui nous concerne tous, hein, que l'accès aux soins soit atteint, eh bien, est suffisamment urgent pour envisager d'autres mesures afin de protéger cet accès aux soins. Dès lors qu'il s'agit de surveiller l'augmentation des hospitalisations, effectivement, il faut des seuils dont il a déjà été question ici, et je passe volontiers la parole à M. Matisse pour cela. Für uns, und ich glaube, auch die Kampagne hat das jetzt gezeigt, es ist jetzt der Zeitpunkt, sich impfen zu lassen. Wir wollen so viele Personen wie möglich in den Pool der Immunen verschieben können, um eben genau diese Möglichkeiten, diese Szenarien, die sich am Horizont abzeichnen, das sind keine Prognosen, verstehen Sie das bitte nicht falsch, aber das ist, was passieren kann im Moment. Und was passiert, ist nicht das, was uns Epidemiologinnen und Epidemiologen glücklich macht, wirklich nicht. Es sind rasche Wachstumsraten im Moment sichtbar. Dementsprechend ist wirklich und muss das Ziel sein, dass sich die Personen, die unentschlossen sind, sich bewusst werden, was wir eben gehört haben, man kommt früher oder später in Kontakt, eine Krankheit ist nicht harmlos, die Risiken der Impfungen sind einschätz- und abschätzbar, dass die sich jetzt impfen lassen und dass vor allem die wenigen Maßnahmen, die jetzt noch bestehen und bis auf Weiteres auch noch bestehen werden, dass diese durchaus einen Sinn machen und auch eingehalten werden. Wenn die Epidemie wirklich massivst an Fahrt aufnehmen wird, dann müssen wir uns auch bewusst sein, dann sind
leichte Maßnahmen, wie sie wahrscheinlich nur noch umsetzbar sind in unserer Gesellschaft, nicht die Notbremse, die dann den schnellen Wandel bringt. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Und ich glaube, in einen Lockdown wollen wir alle nicht mehr. Wenn wir das verhindern wollen, dann braucht es jetzt noch ein bisschen Engagement, dann braucht es den Willen und dann braucht es vor allem auch die Impfung, damit wir nicht in eine Situation kommen, die wir wirklich als Gesellschaft alle nicht mehr wollen. Ich nehme eine Frage am Telefon entgegen von Herrn Kählin von CH Media. Herr Kählin, bitte. Ja, danke. Die Frage geht an Frau Stadler. Und wäre es aus Sicht der Taskforce sinnvoll, wenn man die Zertifikatspflicht ausweiten würde, zum Beispiel auf Restaurants oder kleinere Veranstaltungen mit dem Ziel, den Impfanreiz in der jungen Bevölkerung zu erhöhen? Hier jetzt aus rein wissenschaftlicher Sicht, was wir sagen können, ist, wir können abwägen, jedes Maßnahmen, Änderung etc. hat Vor- und Nachteile. Und so ist es auch bei den Zertifikaten. Man kann da verschiedene Wege wählen. Und ich denke, das Gesamtpaket muss dann immer stimmen. Und das Gesamtpaket ist was dann am Bundesrat liegt, zu entscheiden, wie man da vorgehen möchte. Herr Berlocher. Eine Ergänzungsfrage zu den AstraZeneca-Dosen. Wenn ich mich recht erinnere, sind es 5, irgendwas Millionen, die die Schweiz ursprünglich bestellt hat. Und wenn 4 Millionen an COVAX gehen, was ist mit den anderen Hunderttausenden? Werden die dann gleichzeitig auch beschafft oder Stück, also oder rutschweise? Oder erst, wenn AstraZeneca auch zugelassen ist? Oder kann man die für Spezialfälle brauchen? Ich denke, das wird sich zeigen. Im Moment, wie gesagt, nach wie vor keine Zulassung. Dementsprechend ist AstraZeneca jetzt nicht ein zentrales Element unserer Strategie für die kommenden Wochen. Aber es werden 4 Millionen Dosen weitergegeben. 5,4 Millionen Dosen, wie Sie richtig gesagt haben wir bestellt. Und damit bliebe, wenn eine Zulassung kommt, immer noch die Möglichkeit, auf AstraZeneca zugreifen zu können. Herr Triussi. Was ist Stand heute der Anzahl der Folgeimpfte, die wieder erkrankten und hospitalisiert wurden? Kann man das beziffern? Kann man unsere Situation mit anderen Ländern vergleichen? Das kann man. Ich bin mir gerade am Überlegen, ob ich die Zahlen wirklich bei mir habe. Ich reiche sie sonst sicher nach. Sie sind übrigens auf dem Dashboard des BAG sichtbar. Was klar ist, es sind sehr kleine Zahlen, was die Reinfektion angeht, und es sind noch viel kleinere Zahlen, was die Aufenthalte auf Intensivstationen oder in Spitälern angeht, wenn sich eine geimpfte Person tatsächlich, oder wenn Personen geimpft sind, ist die Erkrankungswahrscheinlichkeit, oder die Schwere ist deutlich reduziert. Aber ich möchte lieber keine Detailzahlen jetzt bekannt geben, die ich dann korrigieren muss. Ich gucke, ob sie bei mir haben und werde sie weitergeben. Herr Wack. Noch eine Nachfrage an Herrn Mattis. Sie haben vorhin gesagt, ein Lockdown ist das, was wir alle nicht mehr wollen. Maßnahmen wären aber bei einem schweren Verlauf doch nicht mehr zu verhindern. Heißt das, theoretisch ist es wieder denkbar, dass Schließungen kommen? Weil ich frage das deshalb, weil Bundesrat Berset letzte Woche gesagt hat, wenn ich das richtig verstanden habe, er möchte eigentlich Schließungen ausschließen, weil wir sind jetzt in der Normalisierungsphase. Das möchten wir, glaube ich, auch. Das ist ganz klar, dass Maßnahmen so eingesetzt werden sollten, wenn sie nötig sein werden, dass sie weiterhin verhältnismäßig bleiben. Aber wenn die Situation, und das ist wirklich jetzt einfach ein Gedankenspiel, wenn die Situation ist, dass wir in Bereiche kommen, wo harte Triagen nötig werden, wo ein Alter entscheidet, ob sie Zugang zu einer Intensivstation haben oder nicht, ich glaube, dann sind auch harte Maßnahmen, ob das der Lockdown sein will oder etwas anderes, dann sind auch diese Maßnahmen wieder zu diskutieren, weil wir dann schlicht in einer Situation sind, die für die Schweiz eigentlich inakzeptabel ist und die dann mit einem großen Burden verbunden ist. Aber ganz klar, und das ist ja auch das Ziel jetzt dieser Normalisierungsphase oder dieser weiteren Phase, dass wir uns der Normalität langsam annähern, dass wir uns bewusst sind, dass das Virus da ist, dass die Gefahr nicht gebannt ist
und dass eben morgen nicht alles so ist, wie wir das von 2019, anfangs 2019 oder 2018 noch kennen. Ich glaube, das ist dessen, was wir uns als Gesellschaft bewusst sein werden. Und dann, wenn das Verhalten entsprechend ist, dann bin ich auch überzeugt, dann braucht es hoffentlich solche Maßnahmen nicht. Und es ist ganz klar, dass die weder politisch, gesellschaftlich im Moment akzeptabel wären in einer Situation, wie wir jetzt sind. Aber wenn es zu einer wirklichen, ich muss das dann Katastrophe nennen, wenn es dazu kommt, dass wir Situationen haben, wie wir sie in Bergamo gesehen haben zu Beginn der Pandemie, ich denke, dann darf man auch über Maßnahmen diskutieren, die dann eben auch ihre Wirkung rasch entfalten könnten. Monsieur Clemens. Merci. Le rapport entre le nombre de cas et les hospitalisations chez les jeunes jusqu'à 39 ans, disons, qui sont encore jeunes à cet âge, il est mauvais. Est-ce qu'on peut parler d'un début de quatrième vague dans cette pandémie? Et si oui, est-ce qu'elle est pire, cette vague, que les trois précédentes? Sie schauen mich an, das bleibt an mir hängen in dem Fall. Gut. Herr Hauri hat es gesagt, ob es die vierte Welle ist, ob, wie wir die nennen, was wir sehen im Moment, ist eine deutliche Zunahme der Fallzahlen, eine rasche Zunahme der Fallzahlen. Und das kann ein Beginn einer Welle sein. Ja, da stehen wir im Moment. Es deutet relativ viel darauf hin, dass es weiter nach oben geht. Frau Stadler hat es gesagt, es spielen aber ganz, ganz viele Faktoren auch in unserem Verhalten jetzt dann mit rein, wo wir auch nicht sagen können, wohin geht die Reise. Das Potenzial, dass es eine große Welle sein kann, besteht, weil wir einfach noch immer einen riesigen Pool an nicht-immunen Personen haben. Also die Möglichkeit, dass wir eine große Welle sehen, ist durchaus da, ob sie kommen wird oder nicht, das kann man im Moment, und da möchte ich dann sicher weitergehen, das kann man nicht voraussagen oder prognostizieren, aber wir haben die Möglichkeit und ich glaube, darum macht es jetzt Sinn, wirklich noch einmal Vorsicht walten zu lassen. Gern kann ich da noch ergänzen. Was wir sehen, ist Anfang vom Jahr, also noch bevor Alpha bei uns war, einfach Anfang 2021, von den bestätigten Fällen sind rund 5% ins Spital eingeliefert worden. Jetzt haben wir geimpft, die Älteren und so weiter, und jetzt werden noch 2% ins Spital eingeliefert. Das heißt, die Impfung entfaltet Wirkung, aber es sind immer noch 2%. Das heißt, wenn die Zahlen so hoch gehen, gehen 2% dieser Leute im Schnitt ins Spital. Und das kann uns dann vor enorme Herausforderungen stellen, einfach bei einer etwas höheren Inzidenz, weil diese Wahrscheinlichkeit wir geschafft haben, etwas zu drücken. Da vielleicht noch ein Kommentar dazu. Jetzt könnte man denken, okay, jetzt haben wir so viel geimpft und Impfkampagne und es ist in Anführungszeichen nur von 5% auf 2% hinunter. Im Januar hätten wir tatsächlich gedacht, dass wir selbst bei der momentanen Durchimpfung jetzt niedriger wären, aber wir hatten erst Alpha und dann Delta. Und mit dem Resultat, dass die jetzt zirkulierenden Varianten, wenn sich eine ungeimpfte Person ansteckt, das Risiko einer Hospitalisierung ungefähr doppelt so hoch ist. Das heißt, ohne Impfung wären wir jetzt deutlich höher als 5%. Nochmals eine Frage am Telefon von Herrn Kählin von CH Media. Herr Kählin, bitte. Ja, danke. Die Frage geht an Herrn Mattis. Reicht eine Informationskampagne aus, um die Impfbereitschaft wirklich zu erhöhen, oder müsste der Druck nicht via eine Ausdehnung der Zertifikatspflicht erhöht werden? Ich glaube, informiert zu sein und seinen Entscheid auch informiert treffen zu können, ist die Grundlage von sinnvollen Entscheiden. Und daher kann man nicht genügend informieren und auch entsprechend aufrufen, ob Druck in der Schweiz das richtige Mittel ist, um zum Erfolg zu kommen. Das bleibt offen und ist dann weniger eine epidemiologische als eine gesellschaftlich-politische Frage. Sind noch Fragen offen? Ich sehe keine mehr. Danke für Ihr Interesse. Wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal. Einen schönen Nachmittag.